Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Und herzlich willkommen zu Part Nummer 25 von Beyond Two Souls. Ist anscheinend nach dem Tod von seiner Frau und von seiner Tochter von Nathan der Spuk. Drehen. Kennen wir schon von Jody, die dreht sich immer und dann passiert was Böses. Zum Beispiel das. Was wollt ihr von mir? Alter. Ist ja wie so ein Horrorfilm hier, ey. Ist ja schlimmer als Evil Within, Mann. Wenn jetzt noch so ein Jumpscare oder so kommt, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Komm. Komm. Nathan. Jody. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Guck mir zu. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jody. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jody, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Armer Nathan. Beta-Sonne. Beta-Sonne. Vom Prolog. Knapp vom Prolog. Oh shit, es wird langsam brenzlig. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation,
mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Also Ryan lebt noch gut. Ryan. Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven, hm? McGrath macht mich krank. Der Typ ist so ein zynisches Arschloch. Weißt du, es wäre für das ganze Land eine Wohltat, wenn ich ihm Aiden auf den Hals schicken würde. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Und es war richtig so. Ich glaube, die Menschheit braucht keinen dritten Weltkrieg. Was wirst du jetzt tun? Gehen. An einen Ort ganz weit weg und versuchen, normal zu leben. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal, Jody, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Was ist mit Aiden? Ich gewöhne mich dran. Und er sieht sicher irgendwann auch an mich. Ich meine, wir haben was gemeinsam. Wir beide haben dich gern. Versuchen wir es. Ich werde einfach alles dafür tun, damit du glücklich wirst mit mir. Und das alles jetzt hier nicht mehr. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe einen Single Malt bei mir stehen, ein feines Stöffchen. Kommst du gleich nach? Na, sowas kann ich doch nicht ablehnen. Gut, wir sehen uns später. Los, komm, Jody. Mason wartet. Der Typ ist auch irgendwie leise. Oh, mein Stuhl. Bisschen wie leise, der Cole. Fällt mir so auf. Für mich zumindest. Ryan ist ein guter Kerl. Und ich glaube, er mag dich wirklich sehr. Ich weiß. Ich werde alles tun, damit es funktioniert. Ich bin nervös, dass das hier auch hier ist. Das Ding. Sprechen. Im Büro war doch hier irgendwo. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was immer Nathan sagt, pass auf.
Was ist mit dir, Nathan? Was ist los, Nathan? Ja, bitte? Nathan. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Steht drin. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. $500,000. Puh. Geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Danke. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht, warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Hat mir alles gegeben, was ich brauchte, zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen, aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert, aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Helen. Laura. Ihr beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Das ist eine schwere Entscheidung. Gib mir deine Hände. Wir wollen endlich gehen! Lasst uns! Lasst!
Du lügst! Helen hat das nicht gesagt, du warst das! Du hältst sie fest. Die beiden sind eingesperrt zwischen zwei Welten. Das ist überhaupt nicht wahr! Du lügst! Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein! Du folterst sie, Nathan. Wenn du sie liebst, wenn du sie wirklich liebst, dann lass sie endlich gehen. Sie sind längst tot. Längst tot? Der Tod ist gar nichts. Verstehst du mich? Gar nichts. Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. So böses gefällt mir nicht. Schnell hier weg. Wir müssen einfach schnell weg, ja. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Sowas von klar. Das war irgendwie sowas von klar, Mann. Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jody. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. So darf das nicht enden. Nicht so. Es nicht sehen. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Das Eindämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Ich hab den Tod besiegt, Jody! Alles wird einfach perfekt sein! Hab Vertrauen in mich. Alles wird gut ausgehen. Ja gut, ich sag mal, das war Part Nummer 25 von Beyond Two Souls. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kaching.